So, jetzt sind wir auch wieder zurück bei Evoland. Und was wir bis jetzt gemacht haben, wir waren in dem Dorf Papunika und haben uns dort erstmal erwachsen gemacht und sind dann durch eine Höhle dreidimensional geworden, haben dann noch ein komisches Viech, ein Geist, ein Kefkas Geist war das, glaube ich, haben wir besiegt. Ja, Und das war übrigens vorher. das war... Direkt nachdem wir den besiegt haben, wurden wir dreidimensional. Genau. Und jetzt befinden wir uns in der Noria-Mine. Und Der erste richtige Tempel. der erste, genau, der erste richtige Tempel. Mal schauen, was uns hier erwartet. Er sieht grafisch schon mal ganz geil aus, wenn man sich an den Anfang des Spiels zurückerinnert. Hier ist direkt Ja, schon mal die eine Truhe. schwarz-weiße 2D-Grafik. Mine Und ich geöffnet. weiß, dass der Tempel gleich wird. Jetzt könnt ihr die Noria-Mine erforschen. Okay, So. geh mal da oben links gucken, das ist geil. Okay, ja, ich habe erstmal unten geguckt, ob sich da vielleicht unten noch was geöffnet hat. So, da ist... Hier, achte mal auf die Tür. Ach nein. Anscheinend will man mir sagen, dass es hier lang gefährlich wird. Ja, da ist ein Geil. Bowser-Kopf Ja, habe drauf. ich gesehen. Genial. Die Vase kann ich nicht kaputt Finde ich machen. auch. Ja gut, hier geht's noch nicht lang. Aber ich finde das genial, wie immer so, wie immer... Ach ja, wie ihr merkt, bin ich immer noch dabei. Ja, genau. Nils wird uns auch jetzt erstmal begleiten. Ich glaube, ich werde das ganze Projekt lang immer mit Nils dabei telefonieren. Es ist einfach viel lustiger zusammen mit Nils. Ja. Die Finde ich auch. Tür. Das ist immer viel lustiger mit mir. Die Tür ist. Ach, die Tür ist anscheinend. Echt? Echt? Die Tür ist anscheinend verschlossen. Nein! Wir müssen einen Weg finden, um sie zu öffnen. Ich zähle auf euch. Wirklich? Also, die weiblichen Personen haben immer die besten Vorschläge, ne? Ja, ne? Wie im echten Leben. Also die sprechen gekonnt das Offensichtliche aus. Und glauben, dass man es noch nicht gemerkt hätte. Zertrümmere etwas hübsche Ach, Keramik. jetzt darf ich. Ja, jetzt darfst du. Jetzt sind Ah. die Töpfe auf einmal Ah, zerbrechlich. also ich muss erst freischalten, die Töpfe kaputt machen zu dürfen. Und ich mache die Töpfe hier links eben schnell mal kaputt bei Ja. Bowser. Kannst du. Ach, also die Töpfe. Ich habe irgendwie verstanden, die Tür wolltest du kaputt Nee, machen. die Das Ding. Töpfe. Ich bin doch nicht blöd. Nicht? Nee. So. Weg Hier mit kommen euch. natürlich auch wieder noch ein paar weitere geile Freischalttexte. Druckplatten ist wohl nicht gerade Ist wohl nicht Fortnox. gerade vor Nox. So. Ja, die Noria-Minen habe ich übrigens auch schon durchgespielt, aber sehr, sehr viel weiter danach nicht. Also eine halbe Stunde nach den Noria-Minen bin ich, glaube ich, oder so. Eine halbe, Freigeschaltet, dreiviertel Stunde. Türmechanismus. Man fragt sich, Türmechanismus. warum sie überhaupt Türen haben. Ja, ne? Ist doch wirklich so. Ja. Man rennt irgendwo durch die Gänge, hat dann da einen Schalter, der die Tür aufmacht und gut ist. Und so ist die Tür dann da. Roter Zauberer, seine Der Fähigkeit. rote Zauberer ist scheiße. Wow, will uns angreifen. Ja, seine Fähigkeit, eure Kleidung schnell zu Kann ich trocknen, ihn auch dadurch befallt. angreifen? Ja, aber nur wenn er gerade fest ist. Du musst ihn zweimal treffen. Bam. Da ist er tot. Er hat es Zoom, er hat es Boom Habe gemacht. ich ihn voll einen reingehauen. Okay, hier, Ja. ich nehme mal an, wir kriegen in Bizep. diesem, ich sag mal Tempel, wir sehen ja eh schon so aus wie Link. Oder zumindest so ähnlich, werden wir wahrscheinlich Bomben kriegen. Und die werden uns Da nicht. sage ich jetzt einfach mal nichts zu. Ich vermute, ja, finde ich auch gut so, weil du mich halt nicht spoilern willst. So. Fallenraum. Hoppla, vielleicht hättet ihr nicht hier nicht reinkommen sollen. Ach Ja, ja, das war. wieder so eine Parallele zu Zelda. In den Tempel ist das Spiel sehr parallel zu Zelda. Ich glaube. Ja, das war cool. Skype hat gerade geleckt und dann habe ich gar nicht gesehen, dass du die Viecher getötet hast. Da ging es direkt wieder zu der Animation, wo die Tür wieder aufging. Freigeschaltet einen Schlüssel. Ratet mal, wofür? Warte mal, wofür? Ich nehme an, für. Um ihn mir den. Nee. Ein Im Skelett. letzten Moment habe ich mich entschieden, es doch nicht zu sagen. Es braucht bloß mal eine Umarmung. Ja, Wie kriege ich genau. den Tod? Ja, in den Rücken hauen natürlich, weil er das von vorne blockt. Oh, ja. Das ist hart. Da komme ich wahrscheinlich nicht rüber. Das Spiel wird langsam schwer. Nee. Schwierig an die für die Lingual-Gourmets unter euch. Schwierige Liguale-Kombis. Ja, ich sehe etwas im Wasser. Echt? Ich auch. Nee, muss es noch einen Mechanismus geben. Also Nein. ich. Wie sieht man wieder das Offensichtliche ausspricht und meint auch noch
uns etwas Neues zu erzählen. Ich meine, jeder hat realisiert, dass da was... Oh, nicht so ein Drecksack wieder. Jeder hat realisiert, dass, dass man das bestimmt irgendwie hoch. Dass da so Wege im Wasser sind, die wahrscheinlich, die sicherlich noch freigeschaltet werden. Die jetzt wahrscheinlich hochgehen. Irgendwo ist irgendwas passiert. Schon wieder. Schon wieder. Ich nehme auch an, sind die Wege jetzt... Nee, die nicht. Auch am Anfang? Bei dem anderen auch nicht, da musst du nicht gucken gehen. Okay. Nee. Hier haben wir eine weitere Truhe. Labyrinth. Tipp, lauft immer nach links. Oder war es rechts? Ich finde diese freigeschalteten Texte immer so geil. Okay. Das Labyrinth ist aber gar nicht mal so schwer. Es gibt auch einen Trick, ne? Weil wenn ein Labyrinth immer in eine Richtung geht, findet man irgendwann einen... Ja, immer an einer Wand lang laufen, ne? Es sei denn, hier links. Dann automatisch raus. Hier links. Ne? Ich glaube, man konnte da zwei Truhen finden in dem Labyrinth, wenn ich mich jetzt richtig erinnere. Zwei Truhen. Meine ich zumindest. Das kriegt das Herz. War auf jeden Fall mehr als eine. Ja, ne? Da ist schon mal eine. Nervtötendes Geräusch. Wenn euer Lebenspunkte zur Neige gehen, sorgt das Spiel dafür, dass ihr es wisst. Ratet mal, wofür? Das ist das Einzige, was ich doof finde an der deutschen Übersetzung von dem Spiel. Da sind die Texte häufig einfach zu lang für dieses Ding da unten. Dann kann man nur die Hälfte davon lesen. Oh Gott, ein Stern. Deswegen habe ich auch ab einer ich glaube schon seit der Kristallhöhle dann das Spiel auf Englisch weitergespielt. Weil da die Texte einfach immer vollständig zu lesen sind. Deswegen wusste ich auch gerade, wie der Text weitergeht. Ich glaube, die Evolet-Musik ist ein bisschen leise, Moment. Ich mache die mal eben lauter. Das kannst du ja nach dem nächsten Speicherpunkt mal machen. Ach so, du meinst Evolent an sich? Ja, weil wir über Skype, ich dich über Skype angerufen habe, hat sich dann automatisch alles wieder leiser gemacht. Ja, stimmt. Es ist ein bisschen ätzend. So. War bei mir aber auch gerade so, da ist Teamspeak leiser geworden. Genau. Also ich Idiot habe dann halt natürlich dran gedacht, Teamspeak wieder lauter zu machen. Aber Evolent nicht. Aber Evolent natürlich nicht. Was ist das für miese Orte auch? Man hat so wenig Bewegungsfreiheit. Hm. Oh, du bist fast tot. Ja, Da ist er mal wieder das gestorben. Das war's dann. Also ich kehre mal zu. Wie, das war's? Let's Play beendet? Ja, Game Over. Alles nochmal von vorne jetzt. Nein. Ich hoffe, wir sind wahrscheinlich jetzt wieder am Anfang der Mine. Aber wir haben wenigstens wieder alle Herzen voll. Ja. Ich glaube sogar, was wir freigeschaltet hatten, ist auch noch immer freigeschaltet. Also hier ist der Weg doch frei. Ach, der ist doch frei? Wahrscheinlich ein Stern. Ja. Wie viele Sterne haben wir jetzt eigentlich schon? Neun. Dann war es der andere Weg, den ich noch nicht freigeschaltet habe. Neun Stück haben wir schon. Ich glaube, ich habe auch erst irgendwie 12 oder 13. Na, wo spawnst du? Junge! Einmal anhauen. So. Die sind ein bisschen mies. Ja, die sind hart. Vor allem, wenn man mehrere davon hat. So, das hier hatten wir schon. Das heißt, ja, der Weg oben ist frei. Da, scheiß auf das Skelett, ey. Da musst du den Kerl nicht töten. Noch einmal schnell durchs Labyrinth huschen. Ja, dann bin ich eigentlich schon wieder so weit, ne? Deswegen, es geht eigentlich. Auch wenn man mal stirbt, ist nicht überätzend. Ha, das habe ich noch gekriegt. Ich glaube sogar, es gab irgendwo in der Mine sogar einen richtigen Speicherpunkt. Also so einen für zum selber machen. Ne? Wie komme ich an deinen Rücken? Von der Seite reicht, glaube ich, auch. Nur von vorne geht halt nicht. Dinger ziehen mir wirklich, also irgendwie bin ich zu blöd für die. Hab ich manchmal das Gefühl. Verschiebbarer Klotz, sieht schwer aus. Passt auf euren Rücken auf.
Und auf euren steht da wahrscheinlich, aber da ist genau das Skype-Mikrofon leise Symbol drüber. Auf euren Rücken. Weiß einer, wie man das zufällig. Weißt du, wie einer, ob man das wegkriegen kann irgendwie? Was genau meinst du denn? Außer halt das Mikro anzumachen, aber das. Obwohl, ja, klar, ich mache einfach in den Skype-Einstellungen an sich das Mikro aus. Aha. Ich bin ein Genie, ne? Audio-Einstellungen. Mikrofon. So, beide Druckplatten drauf. Und dann passt das. Die Rätsel gehen an sich noch in den Tempel, wenn man sich das hier einmal anguckt, ne? Die sind noch relativ einfach. Große Fläche, ich habe Angst. War aber nichts hin. Ah, das kommt. Manchmal falle ich dann so ein Schweigen, wenn die Gegner wirklich hart sind. HD-Interface. Das heißt, leb wohl reizende Pixel. Willkommen Anti-Aliasing. Das heißt. Ach, meine Herzen, die Tasche da oben. Deals? Freigeschaltet Loch, ein toller Ort, um unsichtbare Gegner loszuwerden.